wollen wir jetzt auch ein bisschen irgendwo hinfliegen und zwar dieses Mal ganz weit weg. Und zwar ja nach Argentinien. Genau, über den großen Teich. Also nicht nur über den Stausee, sondern einen Das großen große Wasser. Flug über, genau, über den Teich Okay, nach dann gebe Argentinien. ich mal an die Maria weiter, Ja, ne? genau. Also heute möchte ich mich mit einem Künstler beschäftigen, der mich also schon lange Jahre fasziniert und auf den ich immer wieder zurückkomme und dessen Musik bis heute von bedeutenden Musikern interpretiert wird und der eine sehr große Fangemeinde hat. Und zwar meine ich den Astor Piazzolla. Astor Piazzolla wurde am 11. März 1921 in Mar del Plata geboren und verstarb am 4. Juli 1992 in Buenos Aires, also vor 30 Jahren. Ja, sein Instrument ist das Bandoneon und dadurch ist er, meine ich, auch bekannt geworden und er gilt als der Begründer des Tango Nuevo, einem Tango, den man als, ja, ich würde mal sagen, Konzertantentango bezeichnen kann. Neben den Musikstücken, die Piazzolla geschrieben hat, reicht sein Werk auch über Filmmusik. Er hat Ballettmusik geschrieben. Er hat die Tango-Operita, wie er das selbst genannt hat, Maria de Buenos Aires geschrieben und hat auch Gedichte verschiedener Lyriker, die mit ihm befreundet waren, vertont. Und Astor Piazzolla selbst sagte einmal in einem Interview: Ich habe eine Illusion, dass mein Werk noch im Jahr 2020 gehört wird und auch noch 3000. Manchmal bin ich mir sicher, denn die Musik, die ich mache, ist anders. Ja, und wie wir heute sehen, 2022, wird die Musik auch bei uns gespielt. Ich möchte im nächsten Jahr habe ich vor, so in lockerer Reihe mich mit Piazzollas Musik zu beschäftigen und auch mit den unzähligen Interpretationen, die ganz große Künstler unserer Zeit auch aufgenommen haben. Und er beschäftigt also immer wieder, egal ob das jetzt Gidon Krämer ist oder Jazzleute, er beschäftigt immer wieder die Menschen, weil seine Musik, denke ich, etwas ganz Besonderes hat. Beginnen möchte ich jetzt mit dem wohl bekanntesten Musikstück, das heißt Lieber Tango. Also der Name ist eine Kontamination des Wortes Libertad, also Spanisch für Freiheit, und Tango. Astor Piazzolla nahm Lieber Tango 1974 in Mailand auf und veröffentlichte das Stück. Dieses symbolisiert seinen deutlichen Bruch von der klassischen Tango-Musik zum Tango Nuevo. Ihm wurde auch von mehreren Tango-Musikern und insbesondere den Tänzern vorgeworfen, dass sein Tango nicht tanzbar ist. Und er sagte, es ist eben etwas Neues, etwas ganz anderes, wie er auch in dem Zitat gesagt hat. Die Interpretation von Lieber Tango, die wir jetzt hören, ist mit der englischen Trompeterin Alison Balsam. Und das ist eine ganz interessante Interpretation mit großem Orchester. Thank you.
Ja, das hört sich schon fast nach Big Band an, aber ich finde es eine sehr interessante Interpretation. Vielleicht werde ich im nächsten Jahr mal noch eine andere Interpretation mit Gitarre vorstellen. Ja, aus der langjährigen Zusammenarbeit mit mehreren Lyrikern und Liedtextdichtern wie Horacio Ferrer, einem uruguayischen Lyriker, und Mario Trejo entstanden Vertonungen beider Lyriker. Und heute hören wir die Vertonung des Gedichtes Los Pájaros Perdidos, ich hoffe, dass ich es richtig sage, die verschwundenen Vögel von Mario Trejo aus dem Jahre 1974. Und zwar in einer Interpretation des französischen Countertenors Philippe Jaroussky mit dem Ensemble L'Arpeggiata. Ich sage vielleicht gerade noch den ersten Text, finde ich sehr schön. Ich liebe die verschwundenen Vögel, die aus dem Jenseits herüberfliegen, um sich in einem Himmel zu verlieren, den ich nie mehr wiedergewinnen kann. Otra, y aquella otra, y todas
Ich bin nur ein verlorener Vogel, der aus dem Jenseits zurückkommt, um sich in einem Himmel zu verlieren, den ich nie mehr zurückerobern kann. Ich finde das ein wunderschöner Text und der führt mich auch zum letzten Teil oder zum letzten Musikstück, das ich vorstellen möchte. Da hören wir dann Astor Piazzolla in einer Live-Aufnahme mit einem, würde ich sagen, seiner schönsten und persönlichsten Musikstücke. Und zwar heißt das Adios Nonino aus dem Jahr 1959, das er zum Gedenken an seinen verstorbenen Vater geschrieben hat. Und er hat über dieses Stück einmal in einem Interview gesagt: Ich habe mir 1000 Mal vorgenommen, ein besseres zu machen, und ich habe es nicht geschafft. Es hat einen innigen, fast morbiden Ton, und dennoch habe ich hier mit allem gebrochen. An dem Tag, als wir das Stück mit dem Quintett zum ersten Mal aufführten, sagten wir uns: Damit werden wir keine Begeisterungsstürme auslösen, das wird wohl niemandem gefallen. Und dann das. Von Anfang an gefiel das den Leuten. Vielleicht, weil das Stück eine mysteriöse Stimmung hat, eine Melodie, die nach dem Wechsel des Klangs mit einem sehr kräftigen rhythmischen Teil kontrastiert und dieses grandiose Finale mit dem traurigen Ausklang. Vielleicht gefiel es deshalb, weil es anders war als alles andere.
Ja, das Original ist immer noch das Schönste und das Beste. Soweit heute von mir zu Astor Piazzolla. Im nächsten Jahr werde ich noch mehrere von diesen wunderschönen Tango-Stücken vorstellen. Und wir werden dann auch mal in die Oper Maria von Buenos Aires hören, die
wo es eine wunderschöne Interpretation mit einem Orchester aus Lettland, Estland und Litauen gibt. Und dem Violinisten Gidon Krämer. Ja, jetzt waren wir über den Teich nach Argentinien und nun kommen wir nochmal zurück in unseren wunderschönen Hunsrück.